Da ist der ein oder andere Marktteilnehmer doch noch ein bisschen erschrocken. Wie, so stark muss es nochmal runtergehen? Wir sehen, dass der DAX nicht heute, aber gestern ordentlich was verloren hat. Und nicht nur gestern, die letzten Tage war das durchaus eine deutliche Abwärtsbewegung. Eine klare Ansage, dass die Bullen noch nicht wieder zurück sind. Ja, wie jetzt? Aber heute sieht es doch gut aus. Völlig zu Recht, der DAX aktuell macht einen guten Eindruck. Also wir sehen, dass die Bewegung, die wir hier nach oben haben, absolut in Ordnung ist. Wenn der DAX denn ganz alleine wäre auf der Welt. Wir schauen mal auf Übersee, schon mal in Vorbereitung auf das, was uns die Amerikaner im Moment gerade so einbrocken. Und wenn ich da mal so anschaue, im 15-Minuten-Chart, hier der Dow Jones, dann sehen wir, dass wir auch hier einen deutlichen Rücksetzer haben. Übrigens, kleine Anmerkung, dieses Tief deutlich niedriger als das. Das muss nicht zwingend was heißen, aber es ist zumindest mal wieder ein Grund mehr, sie kriegen es einfach nicht hin, mal Vortrieb zu machen. Immer diese Kursüberschneidung, also wenn diese Zwischentiefs und die Zwischenhochs so überschneidend sind, das ist immer nicht optimal für die Richtung, die da vorher schon im Moment war. Das ja eine Aufwärtsrichtung hier im 4-Stunden-Chart seit dem 20. in etwa. Aber wenn wir jetzt uns den heutigen Tag mal angucken, eigentlich schon von gestern angehend bis jetzt, dann müssen wir sagen, boah, also gute Stimmung, so richtig Kauflaune. Ja, wir sind wieder da, klasse, super, buy the dip, ab jetzt geht's rein in den Markt. Nee, das ist es nicht. Das ist wirklich so ein bisschen, es war schon ziemlich weit runter, wir müssen mal was dagegen tun. Eigentlich ist das, was wir hier sehen, sehr ähnlich, diese Bewegung, sehr ähnlich wie sowas, was wir hier gesehen haben. Vorher ging es tapfer runter, dann ging es ein bisschen in die Korrektur, jetzt das wieder. Also so sieht es nicht aus, wenn der Markt Bock hat zu kaufen, wenn die Marktteilnehmer Lust haben. Das sehen wir auch hier an den vielen Rücksetzern, die wir haben, die einfach den Popo nicht hochkriegen. Der Markt viele, viele Kursüberschneidungen. Das ist klassisch korrektiv. Wenn es korrektiv ist, dann ist es gegen den Trend. Ist das aufwärts oder abwärts? Das ist aufwärts. Wenn aufwärts gegen den Trend ist, müsste eigentlich die starke Bewegung abwärts gewesen sein. Jawohl, die war auch abwärts. Also bleibt es vorläufig beim, sagen wir mal, eher abwärts gerichteten Bild. Ich sage das bewusst so vorsichtig, weil immer noch welche unterwegs sind, die sagen, ja, aber da muss ich doch jetzt ganz konkret festlegen. Ja, das ist so eine Sache. In die Zukunft gucken kann ich als Händler auch nicht. Ich muss nur gucken, wie ich damit umgehe. Das ist eine ganz entscheidende Geschichte. Und die Aussage, die jetzt der Markt im Moment macht, die verlockt mich nicht, jetzt hier mein Geld auf die bullische Seite zu stellen. Das kann manchmal daneben gehen, dass der Markt dann ohne mich halt läuft. Ja gut, das ist dann halt so. Aber es ist sicherlich nicht die richtige Richtung, wenn man sich anschaut, was die Marktteilnehmer aktuell so gekonnt haben. Das, glaube ich, kann man hier schon rauslesen. Das wird auch nicht besser, wenn ich auf den S&P 500 gucke. Und da ist es beim Future jetzt in diesem konkreten Fall quasi genau das gleiche Bild. Wir hatten das ja im Kleinen auch schon ein paar Mal hier. Also das sind so klassische Bewegungsmuster, die eben nicht bullisch wirklich verlockend sind. Auch hier könnt ihr wieder die Rücksetzer gucken. Die sind überschneidend, der sowieso. Also irgendwie sexy sieht anders aus, nicht so, wie ich das mir hier vorstelle. Wir haben also bei den Aktienmärkten in Amerika, und da ist der Nasdaq nicht besser, was das angeht. Im Gegenteil, der hat sogar mit seinem neuen Tief hier nochmal ganz klar auch gemacht, die Aufwärtsseite, die ist es einfach nicht. Die steileren Flanken sind einfach auf der Abwärtsseite, auch wenn es hier nicht wirklich zu erkennen ist mit der Überschneidung. Das ist gerade nicht überschnitten gewesen. Naja, das kann es halt auch geben. Aber es ist nun mal die deutlich schwächere Seite und spätestens nachdem das gekommen ist, erst recht. Also, wenn jetzt der Markt, wer sich dieses Bild anguckt, tatsächlich mal so nach oben geht und dann wackel ich runter, dann wechsle ich sehr gerne auch auf die Long-Seite. Wir hätten durchaus einen Grund, denn die aktuelle Rücksetzerbewegung, die wir hier haben, ist verglichen mit dem, was wir vorher schon mal hatten. Jetzt müssen wir da aber nochmal genau messen, nämlich diese Bewegung von da, oder ich glaube, der war sogar einen Millimeter höher. Wenn wir das mal hier anlegen, ein bisschen Platz haben wir dann sogar noch. Ja, ich habe das hier eben mal ein bisschen falsch drin gehabt, aber wenn ich diese Bewegung messe, ja, die sind alle kleiner gewesen, aber wenn ich das mal vergleiche mit dieser, also hätten wir sogar noch ein bisschen Platz, aber wenn er sowas bringen würde, super, aber macht er ja nicht. Vergleich das, was ich hier im Blau als Idee gezeichnet habe für einen bullischen Markt, vergleich das mit dieser Bewegung. Ihr könnt es auch nochmal daneben malen oder drüber malen, so ungefähr sieht das im Moment aus. Ähnlichkeiten sind nicht wirklich zu erkennen in dieser
Und in dieser Bewegung. Hier würde ich mich sofort wieder auf die bullische Seite setzen und sagen, ihr habt halt eure Schwächephase gehabt, ab jetzt geht's wieder los. Der Markt macht das aber nicht und deshalb bin ich nach wie vor auf der bärischen Seite eher veranlagt, zumal wir noch ganz gute Zielmarken hier unten haben. Die müssen nicht erreicht werden. Das ist nur eine Indikation. 14.600 beispielsweise beim Nasdaq wäre so eine Marke, die in ähnlicher Liga spielt. Ähnliche Liga heißt nicht immer, dass sie exakt gleich groß sein müssen, aber wir sehen schon, dass das, was wir hier haben, jetzt ein Vergleich ist zu diesem, nicht zu diesem hier. Aber darin ist auch ein bisschen Hoffnung, auch wenn ich jetzt im Moment das hier im Chart noch überhaupt nicht erkennen kann, dass solange wir in diesem Bereich noch sind, ist das, was wir hier haben, alles noch safe. Das ist eine normale Rücksetzer, haben wir vorne auch erlebt. Dann lass den doch hier noch von mir aus noch ein bisschen rumeiern und dann da hochgehen. Ja, nicht zwingend, dass er exakt an der Marke abprallt. Bitte jetzt nicht zu ernst nehmen, dass es exakt diese Marken sein müssen. Wir sind nicht hier beim Chirurgen, da wird nicht millimetergenau gearbeitet. Das ist immer so eine Größenorientierung. Ja, aber Orientierungen sind nicht so schlecht, dann weiß man wenigstens ungefähr, wo man steht und dass man im Moment theoretisch da noch safe ist. Also, noch nicht ist alles verloren an den Märkten. Wir haben noch eine realistische Chance, dass der Kurs dreht. Aktuell sind mindestens die Amerikaner allerdings nicht gewillt, diese Karte auch tatsächlich zu spielen. Im Moment sieht das sehr, sehr übersichtlich aus. Ich wäre also weiterhin eher auf der Short-Seite. Und wer konkret jetzt hier was sucht, naja, in diesem Bild kann man da eigentlich jetzt nicht mehr groß was machen. Ziele, die nächsten sind ja auch nicht mehr so arg weit weg. Brauchen wir also was im Nahkampfchart. Guckt also bitte im 15-Minuten-Chart oder vielleicht ein bisschen kürzerfristig. Seid ihr eher längerfristig unterwegs? Grämt euch nicht ob des Rücksetzers, noch ist alles safe und auch wenn wir auf den Dow Jones gucken, hier ein bisschen tiefer kann ja noch sein, theoretisch habe ich immer noch die 33.000er Marke da in petto, auch die wäre noch nicht der Killer für das bullische Bild, sondern einfach nur naja, so eine typische normale Korrektur, was wir halt vorher auch schon mal hatten und noch längst nicht mal vergleichbar mit dieser Größe, die wäre nämlich hier erst an der grünen Marke und ich glaube, vielleicht schaffen wir es gar nicht mal bis ganz darunter, das werden wir aber noch sehen. Also, wenig Positives aus Amerika, deshalb abschließend die Frage, was bedeutet das für den DAX? Ob er sich dagegen durchsetzen kann, da stelle ich mal vorsichtig in Frage. Ich sehe da ganz große dunkle Wolken, was das angeht, dass wir zumindest mal Amerika nicht als Unterstützung haben in der Frage, ob es nach oben oder nach unten geht. Ob es nach oben und nach unten geht, das habe ich auch beim Pfund gegen den US-Dollar, Cable sagen manche dazu, noch ausgesucht. Dazu haben wir einen ganz konkreten Trade, den ihr entweder in Trade des Tages oder natürlich auf Born for Trading bekommt. Also meldet euch an, dann habt ihr unsere ganz exakte Trading-Idee mit den eigenen Marken, die wir dafür haben. Wo wir reingehen, wo wir rausgehen, wo wir stoppen, wo wir Gewinne mitnehmen und so weiter. Das könnt ihr da sehen. Es ist kostenfrei, wenn ihr euch das anguckt. Auf jeden Fall mal ausprobieren. So, in diesem Sinne euch jetzt erstmal alles Gute, ganz liebe Grüße und bis zum nächsten Mal.